Ich möchte Ihnen in 15 Minuten eigentlich kurz vorführen, was heutzutage machbar ist und möglich ist, wenn man Dokumentenprozesse auf mobile Endgeräte ausweitet. Es geht hier um Tablets, Tablets, Tablets. Mein Name ist Tilman Böhme. Ich arbeite bei der Legodo AG im Pre-Sales-Bereich und wir haben ein Produkt entwickelt, die Customer Communication Suite, die Sie bei allen Belangen der schriftlichen Kundenkommunikation unterstützt. Wie schon gesagt, geht es um Dokumente. Es soll im Detail heute um eine ganz bestimmte Art von Dokumenten gehen. Es geht um Verträge. Sie alle kennen das. Sie haben bergeweise Verträge zu Hause von irgendwelchen Käufen, die Sie getätigt haben, als Kunde. Sie kennen es oft auch aus der anderen Sicht. Sie haben Verträge Ihrer Kunden, die Sie zu Tausenden verwalten müssen, die Sie ablegen müssen, die Sie rechtssicher verwalten müssen und die Sie im richtigen Moment in Ihren CRM-Systemen wieder abrufen müssen, wenn Sie sie brauchen. Über diese Verträge wollen wir heute sprechen. Und wenn wir über Verträge sprechen, müssen wir auch über Unterschriften sprechen. Jeder Vertrag braucht irgendwann eine Unterschrift, damit er abgeschlossen werden kann. Und das ist heute eine Stelle, wo es oft noch einen Medienbruch gibt, wo man sagt, da ist der Prozess überhaupt nicht rund. Man hat irgendwie sich mit dem Kunden auf irgendwas geeinigt, muss dann das Dokument ausdrucken, muss es ihm zur Unterschrift vorlegen, muss es ihm irgendwie schriftlich zukommen lassen, bis es wieder zurückkommt. Die Unterschrift zu leisten ist ein Moment, der sehr wichtig ist bei einem Vertragsabschluss und der heute oftmals noch nicht den Prozess vollständig mit unterstützt. Die dritte Säule sind die Tablets. Ich habe auch schon gesehen, bei SAP stehen einige davon. Auch sonst viele Leute, die hier unterwegs waren, hatten Tablets dabei. Klar, die Dinger sind einfach omnipräsent. Sie sind super günstig geworden. Sie sind super mobil. Und durch ihren Touchscreen bieten sie eine optimale Schnittstelle zum Benutzer. Und bieten damit Interaktion mit Dokumenten, die man auf dem Tablet anzeigt. Und das ist so ein bisschen die Idee, die wir jetzt nochmal im Detail uns anschauen wollen. Wenn wir über Verträge, über Unterschriften und über Tablets sprechen, müssen wir aber immer im Hinterkopf behalten, was wir eigentlich wollen. Und was wir wollen, ist Kundenservice. Wir wollen, dass der Kunde sich in dem Moment, wo er bei uns irgendwas kauft und ein Vertrag nötig ist, dass er sich wohlfühlt, dass er sich im ganzen Prozess unterstützt und abgeholt fühlt. Und wir wollen es möglich machen, dass es ein möglichst rundes Erlebnis ist, auch einen Vertrag abzuschließen und diesen Vertrag später auch wieder, wenn er benötigt wird, an der richtigen Stelle wieder abrufen zu können. Wir sagen, um dieses Problem auf die Reihe zu kriegen, brauchen wir E-Signature. E-Signature ist was, das ist jetzt nicht neu und das gibt es schon. Von dem her haben wir das etwas weiter gedacht. Es geht um die Second Generation E-Signature. Was ist das? Second Generation E-Signature. Dazu müssen wir uns überlegen, was ist die Unterschrift. Ist die Unterschrift immer gleich eine Unterschrift? Und wie wir alle wissen, das fühlt sich unterschiedlich an. Und deswegen möchte ich mit Ihnen kurz überlegen, wo wir angefangen haben, was Unterschriften angeht, wo wir gerade sind und wo wir hinwollen. Beginnen mit der nullten Generation der E-Signature, nämlich der Unterschrift auf Papier. Das haben Sie selber auch schon etliche Male gemacht in den letzten 20 Jahren, haben einen Vertrag bekommen, haben ihn unterschrieben, haben ihn an die richtige Stelle zurückgebracht und dann wurde der Vertrag, heutzutage wird er dann eingescannt, wird irgendwo im System abgelegt und steht dann zur Verfügung. Das ist aber einfach eine sehr, sehr aufwendige Sache, wo unglaublich viele manuelle Arbeitsschritte nötig sind
Und das macht die Sache unglaublich langsam. Da merkt jeder, so wollen wir das nicht weitermachen. Mit dieser Papierunterschrift haben wir überhaupt nichts Persönliches, sondern wir haben ein Standarddokument, das dem Kunden vorgelegt wird. Wir sind zwar mobil, könnte man sagen, weil man Papier mitnehmen kann, aber das ist nicht die Mobilität, die wir heute wollen, sondern wenn wir über Mobilität sprechen, dann sprechen wir eben heute über mobile Endgeräte, über Tablets und Smartphones und nicht über Papier. Und was wir auch mit Papier nicht haben, ist Self-Service. Der Vertrag muss immer aufbereitet werden, mit Kundendaten angereichert werden, von Hand oft noch, und muss dann dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Das haben auch schon einige gemerkt, dass das nicht die letzte Wahrheit sein kann. Und deswegen gibt es die erste Generation E-Signature. Die erste Generation E-Signature bedeutet einfach, dass man PDF-Dokumente meistens an bestimmten Stellen mit einem Unterschriftenpad unterschreiben kann. Wie Sie sehen, ist das Ganze auch noch nicht vollständig. Da fehlen einfach Sachen. Bei der Unterschrift fühlt man sich oft so, als würde man einfach nur mit einem X unterschreiben, weil auf diesen Dingern unterschreiben nicht so einfach ist. Der manuelle Aufwand ist etwas reduziert, weil die Unterschrift digital vorliegt und in den Vertrag übernommen wird. Und es ist damit auch etwas schneller, das kann man nicht abstreiten, wenn es denn funktioniert. Was es nicht ist, ist es nicht persönlich, weil das Dokument immer noch ein von der IT aufbereitetes Standarddokument ist, das an einer bestimmten Stelle mit einem Feld für die Unterschrift versehen ist. Es ist in keinster Weise mobil, man muss immer dieses Pad mit sich rumtragen, um dem Kunden die Möglichkeit zur Unterschrift zu geben. Man kann auch nicht das Pad einfach woanders anschließen und sagen, dann unterschreiben wir an Ihrem Rechner. Das ist auch nicht möglich. Und Self-Service ist auch nicht möglich, weil ich glaube nicht, dass man allen Kunden den Auftrag geben kann, sich so ein Pad anzuschaffen, von denen es ja auch diverse unterschiedliche gibt, um ihre Verträge zu unterzeichnen. Was kommt danach? Das, was jetzt kommt und was wir brauchen, ist die Second Generation E-Signature. Dazu wird der fertige Vertrag auf einem Tablet, auf einem iPad angezeigt. In der gleichen Anzeige findet man ein Feld, um das Dokument direkt zu unterschreiben, und durch die Interaktion mit dem Touchscreen des Tablets kann man eben das Dokument direkt unterschreiben. Man kann es sich sehr gut durchlesen, verstehen und dann die nötige Unterschrift leisten. Das Ganze ist total integriert, von dem her ist es auch super schnell, weil Sie die Daten im richtigen Moment an der richtigen Stelle haben. Das Ganze ist auch persönlich, denn diese Dokumente, die hier angezeigt werden, sind nicht mehr Standardverträge, die man einfach vorbereitet hat, wo ein Feld zur Unterschrift bereitgestellt wird, sondern es sind in dem Moment, in dem das Dokument erzeugt wird, individuelle Dokumente. Aus den Daten aus Ihrem CRM-System oder aus anderen Datenquellen werden passend zum Vorgang die richtigen Daten abgerufen, in das Dokument übernommen. Das Dokument wird aufgebaut und kann so dem Kunden so aufbereitet werden, dass er es auch wirklich versteht und merkt, okay, das ist mein Vertrag, den ich auch gerne unterzeichne. Ich möchte Ihnen nochmal im Detail zeigen, wie so eine Benutzeroberfläche dann aussieht. Jetzt habe ich die zwei Punkte hier noch. Self-Service ist damit noch nicht möglich. Da habe ich noch was vergessen. Genau, wir haben jetzt sozusagen mit unserem Tablet etwas Persönliches. Wir haben was Mobiles, aber was noch nicht geht, ist Self-Service. Wir sind da einfach noch nicht so weit, dass wir sagen, okay, der Kunde kann sich das Dokument selber erstellen, sondern hier sind wir so weit, dass wir sagen, ja, wir haben das Tablet zwar am Point of Sale zur Verfügung, können da zum Beispiel einen Vertrag abschließen, aber es kommt immer noch aus der Hand des Kundenbetreuers. Wie das dann aussieht, wenn man die Software benutzt, sehen Sie hier nochmal in groß. Man hat ein Browserfenster auf dem iPad. Das ist eine einfache HTML5-Seite. Da sind keine weiteren Anforderungen dran gesetzt.
Es kann in jedem Browser geöffnet werden. Und man sieht hier, das Dokument ist da und das Dokument ist individuell da. Das bedeutet eben, je nach bestelltem Produkt beispielsweise werden die passenden AGBs eingeblendet und nicht mehr 30 Seiten AGBs, sondern nur noch die 4 Artikel, die auch zu diesem Produkt nötig sind und für den Kunden relevant sind. Man hat also ein kompaktes Formular, das der Kunde dann unterschreiben kann. Und das kann er dann eben hier unten in diesem Feld einfach auf dem Touchscreen seines Pads machen. Wenn das dann unterschrieben ist, kann der Kunde sagen, okay, wie kriege ich jetzt meinen fertig unterzeichneten Vertrag? Und hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann direkt mit dem Kunden im Gespräch klären, auf welchem Kanal er das möchte. Er kann sagen, ja, schick mir das einfach per E-Mail, ich habe das dann zu Hause und archiviere das selber. Oder der Kunde sagt, nee, ich hätte das gerne auf dem Postweg. Dann kann das direkt an die Poststraße übergeben werden und steht dann 2 Tage später dem Kunden per Brief zur Verfügung. Oder der Kunde sagt, ach, schick mir einfach eine Benachrichtigung auf mein Mobiltelefon und ich lade mir das dann selber aus dem Online-Portal runter und habe dann dort mein Dokument, meinen Vertrag. Gleichzeitig aus der Firmensicht hat man das Dokument natürlich auch unterschrieben und rechtssicher im CRM-System oder im Archivsystem abgelegt und kann in dem Moment, in dem der Prozess stattfindet, auch auf das Dokument oder kurz danach auf das Dokument wieder zugreifen. Wenn der Kunde 10 Minuten später anruft und sagt, ich habe hier gerade einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen und ich kann meine SIM nicht aktivieren, dann liegt in diesem Moment der fertige Vertrag auch schon im System bereit. Das wird auch schon genutzt, wenn Sie in der Schweiz bei der Swisscom zum Beispiel einen Vertrag abschließen, dann läuft eben der Kundenbetreuer mit Ihnen durch den Shop und in dem Moment, in dem Sie sich dann entschieden haben, welches Telefon und welchen Vertrag Sie wünschen, wird genau mit dieser Benutzeroberfläche dass der fertige Vertrag erzeugt und kann dann im Shop der Swisscom unterschrieben werden. Wir haben also eine schnelle, integrierte Lösung. Wir haben eine mobile Lösung und wir haben eine sehr persönliche Lösung. Was wir jetzt noch nicht haben, ist der Self-Service. Und genau da sagen wir, da denken wir weiter und was als nächstes kommt, ist die Third Generation E-Signature, dass man eben überhaupt keine festen Momente mehr hat, an denen man seine Unterschrift leisten muss, sondern dass man einfach sagen kann als Kunde, ja, das klingt alles für mich sehr interessant, aber ich würde mir das gerne zu Hause nochmal durchlesen. Dann ist eben kein Ausdrucken mehr nötig, das dem Kunden mitzugeben, der legt es irgendwo hin, verliert es, sondern man hat das Dokument weiterhin im Prozess und kann es dem Kunden zur Verfügung stellen, wann immer man will, sei es per E-Mail, sei es per Webseite oder eben auch wieder die Erinnerung aufs Smartphone, du wolltest doch noch deinen Vertrag unterzeichnen. Und am Samstagabend, wenn der Kunde zu Hause sitzt und sagt, ah, ich wollte ja noch meinen Vertrag tatsächlich unterzeichnen um 22.30 Uhr, nimmt er sein iPad, schaut sich das Dokument an, dieses individuelle Dokument, das er auch verstehen kann, das ist, glaube ich, sehr wichtig, um den Kunden auch zu überzeugen, das anzunehmen. Und er leistet dann in dem Moment seine Unterschrift. Das Ganze bleibt dann natürlich auch wieder im Prozess. Er kann dann auch selber auswählen, auf welchen Kanälen er das zurückbekommen möchte. Und kann so mit der Firma interagieren. Und die Firma hat trotzdem das Dokument zur Verfügung. Das Ganze ist persönlich. Es ist jetzt mobiler denn je, weil jeder Kunde es an jeder Stelle benutzen kann. Und wir haben den Self-Service damit auch integriert. Das waren mal so die 4 Generationen der E-Signature. Ich habe das nochmal hier zusammengefasst. Das sieht jetzt auch sehr viel aus. Aber wichtig sind eben diese 4 Generationen. Und Sie können ja auch mal selber überlegen, wo Sie jetzt heute stehen mit Ihren Unterschriften auf Verträgen und wo Sie hinwollen. Und ich bin sicher, dass wir Ihnen eine interessante Lösung bieten können, wie Sie diese Sache deutlich vereinfachen können, wie Sie diese Prozesse in den Griff bekommen können und wie Sie Ihren Kunden ein mehr
einen Mehrwert bieten können, der es ihm ermöglicht, einfacher und leichter Verträge zu unterzeichnen. Wir haben unsere iPads natürlich auch dabei, also wenn Sie Interesse haben, können Sie sich gerne an mich oder an den Kollegen nochmal wenden, dann können wir das auch gerne einfach mal zusammen ausprobieren. Ansonsten am Stand von unserem Partner Mahiro können Sie auch gerne nach der Legodo-Demo fragen und können dann einfach mal selber einen Vertrag unterschreiben. Prima, ganz herzlichen Dank, Herr Böhme. Ich glaube, das ist schon Applaus wert, hier am Mittwochmorgen so früh um 9 Uhr so loszulegen. Sie haben die Halle gerockt, aber es ist voll geworden.